Ja, Robert Lemke hätte jetzt gesagt, machen Sie mal eine typische Handbewegung und das ist das manuelle Durchdrehen eines Pedals, denn hier werden Fahrräder kontrolliert. Richtig, zur Probefahrt vorbereitet in diesem Fall. So ist es ja, ein ganz tolles Scott-Fahrrad, nicht irgendeins, sondern eins der Premium-Klasse. Genau, in dem Fall haben wir jetzt das Ransom Tuned, müsste es sein. Ja, ist es. Und da interessiert sich jetzt ein Kunde für und der möchte gerne eine Probefahrt machen. Ja, Nico, wir stehen nicht ohne Grund hier. Normalerweise präsentieren wir ja Fahrräder pur. Du suchst Personal, in diesem Fall Leute für den Vertrieb. Genau, also anders ausgedrückt für den Verkauf. Sowohl für Riegelsberg als auch für St. Wendel suchen wir einen hochmotivierten Verkäufer, Verkäuferin etc. Männlich, weiblich, divers. Genau, so sieht's aus. Und um unser gesamtes Team zu unterstützen, damit wir noch ein paar mehr Fahrräder verkaufen. So ist es, wenn ich dich mal kurz was fragen darf. Du arbeitest ja freiwillig hier. Genau. Warum? Ja, es macht halt Spaß. Ich bin seit 2014 hier, war früher mal im Versand und bin jetzt Filialleiter hier. Okay. Das ist so, man hat viel mit Kunden zu tun. Kann ich das so als Quereinsteiger, wenn ich fahrradbegeistert bin, kann ich da im Verkauf auch arbeiten? Das heißt, wenn ich mich gut auskenne, fahre gerne Mountainbike, sehe das hier und will mein Leben gerne dem Fahrrad widmen? Ja, natürlich. Also es ist alles eine Interessenssache und den Rest kann man einverlernen. Muss ich so ein extrovertierter Typ sein, der sagt, hey, komm mal rein, hier sind die Fahrer. Nee, das kommt hier in St. Wendel, du bist ja auch eher so ein eher ruhiger. Ja, nee, kommt, glaube ich, hier nicht so gut an. Da sind es, also der normal sein. Ist anders. Normal, genau. Ganz normal sein mit allen drum dran. Lernt man da so Kleinigkeiten aus der Technik, die lernt man da? Also die man so ganz gut gebrauchen kann. Was ist das hier zum Beispiel? Da ist obendrauf ein Ventil an der Gabel. Genau, das ist jetzt für den Luftdruck einzustellen von der Gabel, so dass der Kunde halt dann dementsprechend die Federung so hat, wie er sie braucht, auf sein Gewicht. Sag mal, du hast was vorher gemacht, wenn ich mal fragen darf, bevor du in das Fahrradbusiness kamst oder bist du damit aufgewachsen? Also ich war ein Zwischenzeitchen in der Mobilfunkbranche gewesen und habe aber gelernt im Fahrradbereich. Ja, du fährst selbst Fahrrad? Ja. Super. Ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ist der Nico, ist das ein netter Chef? Ja, auf jeden Fall. Aber was ist denn so gut am Nico? Ja, es ist halt dann die Kollegialität, die wir halt dann auch noch halt Team? Haben. Ja, genau, richtig. Also ein Team und da ist die Hierarchie, die passt. Also ihr seid praktisch auf Augenhöhe. Das ist nicht so, dass er dann mit der Peitsche kommt, diktiert mit irgendwas? Nee. Nee, das machen wir nicht. Also die Striemen auf dem Rücken, nee, haben wir nicht. Ja gut, du lachst jetzt, aber ja. Es geht ja darum, ihr arbeitet stark eigenverantwortlich. Das heißt, also Nico ist ja nicht immer da. Ihr habt ja zwei Läden, pendelt von links nach rechts mit allem drum und dran. Wie ist denn das mit Samstagsarbeiten? Ja, samstags arbeiten wir von 9 bis 13 Uhr. Also jeden Samstag? Jeden Samstag. Ja. Alle? Alle. Gut. Wie wird das ausgeglichen? Wir haben einen halben Tag während dem Sommer frei und den ganzen Tag halt dann im Winter. Winter ist ein bisschen weniger los. Winter ist weniger los, genau. Da haben wir dann den ganzen Tag frei. Ja, so ist es. Das heißt, man lernt im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn ich gut bin im Verkauf, kann mit Menschen umgehen, so die Technik rund um das Fahrrad, wenn ich da begeistert bin, das kann ich alles lernen, richtig? Ja, das ist lernbar. Also ich muss jetzt kein Radprofi sein, um das jetzt zu machen, sondern ich sag mal, die technische Begeisterung, die würde genügen. Es geht aber auch um viele andere Dinge. Erstmal dem Kunden gefällt das Fahrrad überhaupt, das mal ein paar Sachen zu zeigen. Und ihr macht ja ganz viele Analysen. Das heißt, ihr guckt euch den Kunden an, der Kunde erzählt ein bisschen, was er machen will. Und dann habt ihr ja allein hier hunderte von Fahrrädern da. Ihr müsst das richtige Fahrrad finden. Ja, also man muss den Kunden natürlich schon fragen, was ihm gefällt, beziehungsweise welche Wünsche er halt dann hat, also die normale Bedarfsermittlung. Auch die kann man natürlich nochmal lernen, beziehungsweise auffrischen. Und dann findet man für den Kunden auf jeden Fall ein Rad bei uns. Ja, du musst aber nicht in der Werkstatt arbeiten, was Sachen reparieren, nee. Nee, mache ich normalerweise nicht. Könnte ich auch, aber... Wenn man Not am Mann ist, wenn jetzt 7 Leute zeitgleich Husten kriegen, ja, dann ist das eventuell mal der Fall. Ja, Urlaub. Ich nehme an, das ist ein Saisongeschäft. Ja. Ihr habt im Sommer sehr viel zu tun. Wie ist da die Urlaubsplanung im Sommer, wenn ich Kinder habe zum Beispiel? Also natürlich, wenn man Kinder hat, ist ja, ja genau, haben Vorrang. Und da geht es ja nicht anders da wie in den Ferien, nur halt dann 14 Tage, gehen nicht unbedingt 3 oder 4 Wochen.
Also 14 Tage sind immer drin, ja. Das wäre kein Problem. Ansonsten im Winter habt ihr freies Schießen, da könnt ihr euch ein bisschen, ist viel weniger los, muss man sagen. Das ist ein starkes Saisongeschäft, Fahrräder. Ja, also man muss sich natürlich auch mit dem Urlaub im Winter halt dann abspringen. Und aber wenn da die Abstimmung dann zwischen den Mitarbeitern stimmt oder zwischen mir und Nico, dann passt das. Wie ist denn hier die Hierarchie? Ich frage mal ganz kurz. Ist er jetzt einer, der, wenn er reinkommt, dich dauernd übergeht, so als Filialleiter hier? Oder wärst du praktisch hier jetzt in St. Wendel mein Ansprechpartner? Oder kommt er dauernd Funk dazwischen? Nee, also das macht er nicht. Also er steht hinter den Mitarbeitern und wenn das berechtigt ist, kann er da vielleicht eingreifen, aber normalerweise macht er das nicht. Das ist deine Aufgabe, die Filiale zu führen. Wichtig ist, er arbeitet ja schwer mit, muss man sagen. Also hier ist jeder praktisch ambivalent in vielen Tätigkeiten da. Wenn der Laden nämlich voll ist, da muss jeder anpacken, auch die Leute aus der Werkstatt, oder? Ja, dann gehen auch die Leute aus der Werkstatt in den Verkauf und helfen da auch aus. Die kennen sich ja mit den Rädern oder halt dann auch mit dem Verkaufsgespräch aus. Ihr habt euch aber gut abgestimmt. Die Kunden kommen immer regelmäßig hier rein und niemals in Pulkscharen, oder? Doch, ja. Also ab und zu ist schon so, wo man dann meint, okay, es wäre ein Bus vorgefahren, okay. Gerade im Saisongeschäft, merkt man schon deutlich. Das heißt also, es kann schon mal stressig sein, hat aber einen riesen Vorteil, der Tag geht hier schnell rum, oder? Das stimmt, ja. Also man guckt auf die Uhr, 18 Uhr, gut, man kommt nicht pünktlich immer raus, aber meistens doch. Ja, ihr habt Millionenwerte hier rumstehen, ihr habt das Gebäude neu gebaut, kriegst du dein Gehalt immer pünktlich? Ja, kommt immer pünktlich. Auch ein bisschen früher oder kommt es erst am 3.? Nee, es kommt auch immer früher vor dem 1. Das ist auch ganz gut, wenn am 1. die Miete oder so abgeht. Das ist ganz gut, wenn es ein paar Tage vorher da ist. Ist es jemals zu spät gekommen? Nein. Okay, das ist ganz wichtig. Also ich fragte, weil Nico gesagt hat, das kannst du doch nicht fragen, aber ich sag mal so, das ist hier kein notleidender Laden, sondern ihr expandiert massiv, ihr habt das Gebäude neu gebaut, ihr seid Vertragspartner von unglaublich vielen Marken. Das kriegt man auch nicht einfach so. Da muss man eine gute Bonität haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und man muss jetzt auch dazu sagen, es wurde auch mal beim Einstellungsgespräch gesagt, dass es immer früher da ist und bis jetzt in den ganzen Jahren immer funktioniert und immer so, wie es abgesprochen war. Ist dein Chef cholerisch? Naja. Gut. Kein ganz wichtiger Faktor, dass der mal aus heiterem Grund dich zur Sau macht, weil du vielleicht irgendwas gemacht hast und dann wieder, das heißt, der lässt auch nicht irgendwie Dampf ab an dir? Nee, also ich werde nicht geschlagen oder so. Also das ist kein Spaß. Es gibt ja, Chefs, die... Nee, also das auf jeden Fall nicht. Also klar ist natürlich irgendwann der Stress da und dann ist es aber auch unter den Kollegen halt teilweise halt dann so, wo das mal passieren kann, dass man vielleicht eine falsche Tonart hat, aber das regelt sich auf der Baustelle im Bau ist man das gewöhnt, genau. Aber manchmal muss einfach jeder funktionieren, jeder muss sich auf jeden verlassen können, kann man das hier. Das heißt also, wenn du was zum Kollegen abgibst und sagst, mach das, wird das auch gemacht? Ja, wird auch durchgeführt, ja. Also ihr seid erwachsen, keine Kinder mehr? Kinder wohl, doch, aber wir sind keine Kinder, ja, das stimmt wohl, ja. Denn das, am Schluss zählt der Kunde ja und wenn ihr Mist baut, dann habt ihr nämlich tolle Google-Einträge, oder? Ja, ja. Das wird zwangsläufig drauf hinauslaufen. Ja, warum ich mich so stark mit dir unterhalte, ich könnte ja das Gespräch auch mit Nico führen, aber es geht ja auch darum, es geht um Lebenszeit, die du opferst innerhalb deines Berufes. Und heutzutage, wenn du fit bist, Vertrieb kannst verkaufen, kannst du dir deinen Job eigentlich aussuchen, oder? Ja, kann man, aber das hier macht halt einfach Spaß und ist eine Einstellungssache, wie man mit dem Ganzen halt dann umgeht. Und ich finde, hier passt einfach alles, also investiere ich natürlich gerne meine Zeit hier, wenn es mal ein bisschen länger geht. Und das macht man halt dann auch gern. Wie ist das bei den Kollegen, wenn die jetzt Kinder zum Beispiel haben und die werden mal krank? Ja, also ich meine, es gibt den normalen Krankenschein, den man halt dann für ein Kind ja noch machen kann. Ja, wenn es geht ja um Absprache, wenn mal wirklich was Hartes kommt. Wenn irgendwas kommt, dann kriegt er natürlich frei, kriegen wir hin. Dein Vorname noch? Dirk. War das erste Video? Ja. Man merkt's. Du bist nämlich auch, hast du gut gemacht. Ja. Wir haben dich nicht vorbereitet. Nee. Haben wir dir gesagt, dass wir heute drehen? Nee, leider nicht, sonst hätte ich die Frisur noch gerichtet. Gut.
Also ihr seid ein lustiger Verein. Erstes Video war jetzt ein bisschen aufgeregt, aber spätestens das zweite Video wird ein bisschen besser. Warum haben wir das gemacht? Wir wollen eigentlich mal zeigen, eure Leute, ihr seid auch multimedial unterwegs, das Thema Fahrräder und YouTube ist nicht wegzudenken. Das ist auch ein großes Geschäft, der expandiert unglaublich mit den Videos, muss man sagen. Da kommen immer mehr Leute, deswegen braucht ihr auch mehr Personal. Genau, wir müssen einfach den Bedarf decken und wir machen das mit den Videos seit diesem Jahr. Wir sind natürlich auch online unterwegs und wir brauchen einfach, um natürlich auch wachsen zu können, mehr Leute, mehr Personal, die auch natürlich ein gewisses Fachwissen mitbringen, um das Ganze halt auch stemmen zu können. So, also warum haben wir das eben erwähnt, ob das jemand lernen kann? Denn es ist nicht nur beschränkt auf Fachleute, die unbedingt Fahrräder verkaufen können. Das können aber auch Leute sein, die fahrradbegeistert sind. Oft kennen die sich ja stärker aus wie deine eigenen Leute, weil die eben die Zeit haben, alle Tutorials auf YouTube zu gucken. Das heißt also, wenn sich jemand angesprochen fühlt, männlich, weiblich, divers, sieht das Video jetzt hier mit allen drum und dran, dann kann er sich auf jeden Fall bewerben, also wenn er auch keine Angst hat mit Kunden. Genau, also das ist natürlich schon eine Grundvoraussetzung für die Stelle im Verkauf. Man sollte schon mit Leuten umgehen können, grundlegend freundliches Auftreten, das ist immer der entscheidende Faktor, gerade für die heutige Zeit. Und wir wollen natürlich auch so beraten, dass der Kunde hier mit einem passenden Produkt einfach rausgeht. So, das wäre der Verkaufsraum. Also hier wäre praktisch jetzt mal in St. Wendel der Arbeitsplatz. Hier haben wir noch einen Kollegen, ich dich mal kurz ansprechen darf. Wie ist dein Name? Hallo, Jörg. Hallo Jörg, du bist hier im Verkauf. Ich bin Verkauf und Werkstatt, ja. Ja, das heißt, du bist so ein bisschen beides, denn in der Werkstatt, aber oft ist es so, dann kann man mal kurz raus, wenn der Kunde da ist. Außerdem werden die Leute aus der Werkstatt natürlich als sehr glaubwürdig dargestellt, denn ihr, ich meine, ihr kennt euch ja gut aus mit der Technik. Ja, natürlich, musst du auch so rüberbringen, dafür sind wir ja auch da. Und hier ist es wirklich so, nicht nur Werkstatt, sondern wenn nur dein Mann ist, wirklich raus, der Kunde hat Vorrang, ja. Dann lässt man in der Werkstatt mal was liegen und geht raus und kümmert sich natürlich um den Kunden. Ja, ihr seid hier in der Freizeitindustrie quasi tätig. Das heißt, ihr bringt den Leuten Spaß. Die wenigsten brauchen das als Transportmittel zur Arbeit, oder? So ist es. Ich komme auch vom Sport und man vermittelt hier wirklich etwas, das wirklich Spaß macht den Leuten, einem selber auch Spaß macht. Man kann sich damit identifizieren. Ja. Das ist vielleicht mal schöner, wie einen Staubsauger zu verkaufen. Und ja, Freude vermitteln, Spaß. Das ist wirklich ein schönes Produkt. Ja, wichtig ist die Eigenverantwortlichkeit. Wie ist das hier? Du bekommst jeden Schritt vorgegeben oder kriegst du ein Ziel? Wie meinst du das? Natürlich. Also ist jetzt jemand, der steht da immer neben dir und sagt, du musst jetzt das machen, das machen, das machen? Oder heißt es zum Beispiel mal, bitte das Fahrrad mal fertig machen? Nee, da muss man natürlich auch handeln können nach der Situation. Ja, natürlich haben wir gewisse, natürlich haben wir gewisse Vorgaben, aber du musst ja mal selber entscheiden, was ist jetzt wichtig. Ja? Und das ist es ja oft, bleibe ich jetzt nicht hier zum Schrauben am Kinderrad, sondern sehe, dass hier draußen jemand ist und der braucht Hilfe. Das ist ja immer das Entscheidende, dass der Kunde hier direkt bedient wird. Ja gut, ihr seid ungefähr ein Alter, muss ich dazu sagen. Also Nico und du, ich frage mal kurz. Oder ich bin doch, ich sehe zwar gut aus für mein Alter, aber ich bin hier der... Ja, der Zweitälteste, sagen wir mal so. Hast du ein Problem damit, dass dein Chef ein bisschen jünger ist? Nee, gar nicht. Ist ja eher ein Vorteil. Ich meine. Warum? Ja, es ist immer schön, wenn man die Jungen da so ein bisschen... Ja, es ist genau umgekehrt, genau, ja. Das ist ja das Schöne. Nee. Du klingst pelzig so ein bisschen? Nee. Genau, ich bin ursprünglich hier ein bisschen über die Grenze, nach Birkenfeld rüber. Ja. Also ihr nehmt auch einen Pfälzer? Ja, natürlich. Müssen wir ja sogar. Ich weiß nicht, der Nico kennt es bestimmt auch. Wir haben mit Sicherheit hier natürlich viel mehr Pfälzer wie in Riegelsberg. So, klar, die sind ja wirklich nicht weit weg. Also ich glaube, Rheinland-Pfalz sind hier Luftlinie 10 Kilometer. Ja, genau, ganz genau. Und das ist ja auch ein Einzugsgebiet. Wir wissen das. Da ist weniger mit Fahrradläden und da kommen schon ein paar hierher. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Ja, wir sind bei der Abmoderation. Wir suchen wirklich Leute, die vielleicht jetzt in einem Job sind, wo sie zum Lachen in den Keller gehen. Das ist hier ein bisschen anders. Gut, jetzt, wenn ich gerade Videos drehe, muss man sagen, die Leute haben die ersten Videos gemacht, vielleicht ein bisschen verhaltener. Aber das ist ein lustiges Team. Der eine baut auf den anderen auf. Genau, also so ist das Ganze auch gegliedert. Das heißt, jeder arbeitet in gewisser Art und Weise eigenverantwortlich. Natürlich, klar, gibt es gewisse Vorgaben, das ist wie in jedem Betrieb. Aber der Vorteil ist einfach, wir arbeiten mit Spaß. Und die Leute kommen rein und wollen ja das Produkt haben. Es ist jetzt nicht so, wie er schon sagt, ein Staubsauger oder eine Waschmaschine, die kaufst du, weil sie kaputt ist. Sondern hier kommen Leute rein und wollen aktiv, sage ich mal, dieses Produkt haben. Und das macht es halt dann auch schon ein bisschen einfacher. Natürlich, klar, das Fachwissen ist wichtig, weil wir wollen den Kunden wirklich gut beraten, damit er nachher auch zufrieden ist. Wir reden durch.
durchaus über sehr hochpreisige Produkte. Zeig mal gerade was hier. Da gab es viele, viele seltsame Stimmen im Internet. Ein Fahrrad für 9.000 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind aber in einer Gesellschaft, wo man sein Hobby ausleben darf. Und wenn jemand meint, er möchte gerne ein tolles Fahrrad haben für 9.000 Euro, mein Gott, Leute kaufen sich Autos für 50.000 Euro, da kann es auch mal ein Fahrrad sein. Richtig. Jeder muss ja selber wissen, was er mit seinem Geld macht. Das ist ja jedem sich überlassen. Ja, Thema Zukunft. Noch vor 10 Jahren war das Thema E-Bike gerade erst am Starten. Mhm. Mittlerweile dominiert es den Markt, hat ganz viele Leute wieder zum Fahrradfahren gebracht. Ja, definitiv. Also die Zielgruppen sind deutlich größer geworden. Es fahren jetzt Leute auf einmal Fahrrad, die vorher gesagt hätten, im Leben fahre ich kein Fahrrad. Und unsere Zielgruppe beginnt ja schon von klein auf. Das heißt also ab einem einjährigen Kind bis, sage ich mal, zum Rentner, ob der jetzt 80, 85 oder so lange mobil ist oder Rad fahren kann, ist da keine Grenze gesetzt. Und das bringt halt auch die Vielfalt der Kundschaft mit sich. Wir haben jetzt nicht nur die Zielgruppe 20- bis 25-Jährige, wo ich in dem Alter dann auch Verkäufer bräuchte. Also bei uns ist es ganz egal, ob derjenige jetzt 25 ist, der kann auch durchaus über 50 sein, wenn er einfach eine gewisse Affinität für den Verkauf halt auch hat. Wie gesagt, das Technische lässt sich natürlich lernen, aber ein gewisses Grundinfo sollte man natürlich halt schon haben. Ist aber süß, dass er auch ruhig über 50 sein darf, wo ich ja 51 bin. Ich merke, ich werd alt. Nee, es sind alles E-Bikes. Das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. So eine Vielfalt an E-Bikes mit allem drum und dran. Das heißt, die Leute kommen wirklich her, die sind ganz begeistert, sehen das vielleicht vom Nachbarn, der hat ein E-Bike, oder kaufen sich schon das zweite, dritte E-Bike, weil die Technik natürlich massiv gewonnen hat. An Kunden mangelt es hier nicht, oder? Nein, das auf keinen Fall. Also auch die Videos tun natürlich alles auch dafür, dass die Leute reinkommen, und wir müssen einfach unser Team stärker aufstellen, damit wir in den Spitzen, und das ist einfach mal so, es bleibt nicht aus, dass der Kunde auch mal in der Saison etwas warten muss. Wir versuchen jeden natürlich so schnell wie möglich zu bedienen, aber wir wollen ihn auch in der Qualität bedienen und nicht sagen 10 Minuten und dann ist es fertig. Das ist ganz entscheidend. Lieber sagt man, okay, wir machen dann nochmal einen Termin, wenn es zu viel los ist. Ich vergleiche es halt immer wie mit einem Stadtfest. Gehe ich um 8 Uhr zur Primetime an den Bierstand, ist halt viel los. Gehe ich mittags um 3, ist halt weniger los. Und so ist es bei uns schlussendlich halt auch. Ist das Wetter schön, haben wir die Kunden in Strömen und kriegen die natürlich dann auch nicht so bewältigt, wie wir es gerne hätten. Dennoch ist es wichtig, dass wir durchaus halt auch Leute haben, die mit Menschen einfach umgehen können, die sehen, was der Kunde möchte. Und das beginnt halt auch schon mit einer Begrüßung einfach nur beim Reingehen. Ach, ihr begrüßt die Leute sogar hier? Ja. Okay, also klar, ich meine, das Thema Bewertungssysteme haben unglaublich viel gebracht, also für alle. Das ist zwar auf der einen Seite hart, wenn man liest, Verkäufer hat sich nicht um mich gekümmert, aber gibt dir die Möglichkeit, sich stark zu verbessern. Gut, nicht jeder Eintrag stimmt. Oft hat der Wettbewerb den auch mal reingeschrieben, ja, weil er irgendwie sauer ist. Aber nichtsdestotrotz wird man bewertet von Kunden und man muss alles geben, jeden Tag. Jeden Tag. Sicherlich passieren Fehler. Man hat einen Kunden vielleicht auch übersehen und nicht guten Tag gesagt, nur mal als Beispiel. Das kann durchaus auch mal vorkommen. Aber prinzipiell ist es meine Philosophie und für das gesamte Team einfach wichtig, den Kunden ja wirklich wie einen König zu bedienen. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch gerade mit dem hochpreisigen und technischen Produkt sehr, sehr wichtig. Es reicht jetzt nicht nur zu sagen, okay, das ist die Schaltung, das ist die Bremse und fahren wir mit und dann geht's los. Sondern bei uns ist halt auch die Vielfalt machbar, und die Vielfalt hat ja zugenommen, wie in vielen anderen Bereichen halt auch. Das heißt, der Endkunde weiß oftmals gar nicht, was es alles gibt oder wie viel es gibt, und er fühlt sich halt wie vor einem riesen Wald mit Bäumen. Er weiß aber nicht, welches schlussendlich zu ihm passt. Ja, wichtig ist auch eine ordentliche Beratung, sonst kommt das Rad nämlich gleich wieder zurück und da habt ihr einige Techniken. Man kann ja viel Probe fahren mit allen drum und dran. Das heißt, es macht richtig Spaß, hier zu arbeiten. Ja, ich habe heute viel gelernt. Wir suchen gleich 2 Standorte, mehrere Leute, das heißt einmal in Riegelsberg, also wenn Sie, ich sag mal, aus der Region rund um den Riegelsberg kommen, das ist ja schon sehr weit, weil der Riegelsberg extrem zentral liegt, muss man sagen, ist man von Saarbrücken in, sagen wir mal, 15, 20 Minuten spätestens in Riegelsberg. Genau. In St. Wendel sieht es ein bisschen anders aus, also da wäre das Einzugsgebiet, ich sag mal, im näheren Einzugsgebiet Neunkirchen, Rheinland-Pfalz, auch, ich sag mal, bis Wadern runter und so weiter, das ist alles erreichbar. Ja, das ist alles erreichbar. Also beide Standorte wird natürlich jemand im Verkauf gesucht. Und je nachdem, wenn natürlich jemand einen Standort bevorzugt, kann man das natürlich auch angeben.
muss man ab und zu mal wechseln, dass man halt heißt, da ist ein Kollege krank geworden, fahr mal rüber nach Riegelsberg, kommt das ab und zu vor? Eigentlich gar nicht. Also weil ich natürlich auch derjenige bin, der springt und das dementsprechend dann halt auch irgendwo ausgleicht, weil ich meistens an einem Tag an beiden Standorten bin. Wenn es wirklich Not am Mann ist, ich sage jetzt mal, wenn von 10 Leuten 8 einen Krankenschein haben, dann wird es natürlich schon eng und kommt aber seltenst vor. Also eigentlich bisher noch gar nicht. Du wurdest nicht mit dem goldenen Löffel geboren, sondern du selber warst in der gleichen Situation. Du warst Arbeitnehmer in Riegelsberg in dem Laden, den du übernommen hast. Das heißt, du kennst auch die Situation als Arbeitnehmer. Hast du lange genug gemacht? Ja, habe ich lange genug gemacht. Ich kenne so gesehen beide Perspektiven. Die unterscheiden sich halt immer. Also derjenige, der Arbeitnehmer ist, sieht oftmals nicht die Perspektive des Arbeitgebers, warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden. Aber nicht. Man kann auch nicht immer alles erklären, muss man sagen. Also manchmal werden Entscheidungen getroffen, die kann man vielleicht im Nachhinein mal erklären. Aber ich sag mal, es ist nicht nur schön. Und das haben die Mitarbeiter ja genauso. Ich habe nicht immer nur einen schönen Tag, das weißt du. Aber trotzdem darf man das nach außen nicht unbedingt durchbringen lassen. Mit Kunden, die man gut kennt, kann man sagen, na, wie geht's dir? Heute geht's nicht so gut, aber ein Neukunde, der sieht den Laden vielleicht zum ersten Mal und da ist das Gesicht, was er sieht, natürlich zum allerersten Mal, da muss man Zähne durch und, oder? Da sollte man dann schon professionell sein, in jedem Fall, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn es jemandem schlecht geht und wir das erkennen, sagen wir auch lieber, Mensch, heute gehst du lieber mal nach Hause und morgen bist du dafür nochmal motiviert da. Jeder hat mal so einen schlechten Tag und das kommt durchaus vor. Wir sind alle nur Menschen. Kriege ich als Mitarbeiter einen Sonderpreis auf mein Fahrrad? Ja, also mit Mitarbeiter bin ich auch froh, wenn Mitarbeiter selber Rad fahren. Das ist kein Muss, aber Mitarbeiter bekommen die Einkaufskonditionen. So ist es, ja, ganz klar. Denn das ist wichtig, bin ich Rad begeistert. Ihr habt tolle Marken, Fox habt ihr? Wir haben Fox, ja. Das ist ja so Premium pur eigentlich, was Gabeln angeht und Dämpfer und so weiter und so fort. Ihr habt wirklich die besten Marken, die es so gibt. Ihr habt nicht alle Marken, aber richtig tolle Marken. Husqvarna habt ihr, ihr habt Cube, ihr habt Highbike und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr Lust habt, ihr seht das jetzt, man sucht eine Vollzeitstelle oder zwei Vollzeitstellen mindestens, so muss man sagen, eine in Riegelsberg und eine hier. Aber ihr sucht auch jede Menge Aushilfen. Das heißt, wenn ich das hier jetzt gesehen habe, das Video, hab schon einen Job, aber kann mir vorstellen, zum Beispiel samstags hier zu arbeiten. Genau, zum Beispiel. Also wir suchen zum festen Verkauf oder als feste Stelle auch Aushilfen, die durchaus in der Werkstatt als aber auch im Verkauf helfen können. Sie sind immer die Ergänzung in der Saison, können, sage ich mal, den aktiven Verkäufern mit unter die Hand greifen, der dann vielleicht auch zwei Kunden gleichzeitig bedienen kann. Und das suchen wir zusätzlich auch noch, korrekt. Genau, so ist es. Also Aushilfen sucht ihr ohne Ende, die aber bitte zuverlässig planbar, das ist ganz wichtig. Also nicht der Student, dem also um 5:45 Uhr einfällt, dass er doch die Oma mal für 6 Wochen besuchen soll, sondern zum Beispiel auch jemand, der im Ruhestand ist, das ist prima, oder jemand, der vielleicht in Elternzeit ist und sagt, ich will wieder was machen, der aber technikaffin ist. Das spielt gar keine Rolle, am besten vorstellen. Teilzeit bedeutet, er wird dort eingeteilt, wie er kann, richtig? Richtig, genau so wie er kann. Das ist natürlich immer in der Absprache. Wir haben schlussendlich mehrere Aushilfen und das muss man dann immer arrangieren und das müssen wir einfach besprechen. Es geht um die Stoßzeiten, nicht um eine Vollzeitstelle zu ersetzen, sondern ihr habt wirklich viel zu tun freitags und samstags. Das muss man ganz klar sagen. Also der Samstag, wer sich da noch ein bisschen Geld dazu verdienen möchte, ist das nur 450 Euro oder geht da auch mehr? Nein, das sind 450 Euro, weil da gibt der Staat uns das Gesamte dann dementsprechend natürlich schon vor. Aber schlussendlich ist es immer mal so, dass man ein bisschen mehr Stunden halt auch mal macht und die dann im Winter auch nochmal ausgleicht. Also selbst unsere Aushilfen sind eigentlich die komplette Saison da. Und das ist halt auch nochmal ganz wichtig zu betonen, gerade in unserer Branche ist es oftmals so, dass gerade der Wettbewerb halt Leute für die Saison sucht und im Winter sie nach Hause schickt. Mir ist es wichtig, all meine Festangestellten auch mit über den Winter zu nehmen. Auch die Aushilfen. Auch die Aushilfen. Und, aber das regelt sich meistens von alleine, weil viele auch sagen, okay, da habe ich eh weniger Zeit. Das kommt natürlich immer ganz drauf an. Aber gerade die Festangestellten sind mir umso wichtiger, weil da geht es ja auch um ein volles Gehalt. Also noch ein Thema. Du schickst niemanden motiviert in die Krankheit zum Beispiel. Habe ich gehört, soll es geben. Das ist bei dir undenkbar. Ihr haltet euch an Recht und Gesetz. Großes Thema ist auch, also hier wird nichts gemacht, gemauschelt, getan, hintenrum. Das gibt es bei euch nicht. Nein, wir müssen uns da schon an die Gesetzesgebenheiten halten. Wir haben einfach eine gewisse Größenordnung, wo das auch nicht mehr geht und ich es auch nicht will, weil natürlich das in der heutigen Zeit
schon ein gewisses Strafmaß dann halt auch mit sich bringt. Ja, man ist dann direkt im Also ich will es nur erwähnen, hier geht alles mit rechten Dingen zu, man kriegt eine ordentliche Lohnabrechnung, das läuft alles so, ich bekomme die Fahrer da ein bisschen günstiger, das ist ja klar, ich arbeite ja hier und so weiter und so fort. Ja, erstmal vielen Dank, Nico. So, jetzt wird es spannend. Wenn Sie einen Job haben, die meisten haben ja einen Job, also gute Leute sind ja selten arbeitslos, muss man sagen. Klar, wir suchen natürlich auch Leute, die arbeitslos sind, gar keine Frage, aber man hat einen Job. So, jetzt kennt ja im Saarland jeder jeden. Richtig. Du weißt, worauf ich hinaus will. So ist es, jeder kennt jeden. So, du würdest niemals den alten Arbeiter, klar, man denkt so, Fahrradhändler, die kennen sich ja untereinander, dann rufst du den an und sagst, hör mal zu, Stefan oder Peter oder Mike oder wie er immer heißt, da hat sich einer bei mir beworben, der war vorher bei dir, das lese ich gerade, was hat der denn verbrochen? Warum will denn der weg? Würdest du sowas jemals tun? Nein, also wir, oder besser gesagt, ich mache mir da mein eigenes Bild zu und oftmals 100%, versprichst du? 100%, ja. Im Optimalfall ist es wirklich so, die E-Mail-Adresse vielleicht verwenden, um die Bewerbung zuzusenden. Genau, die blenden wir auch mal ein. Wenn ich einfach nur mal Fragen habe, ich meine, die Leute, die vielleicht schon sehr lange im Job drin sind, die wissen vielleicht gar nicht mehr, wie man sich so wirklich bewirbt, das ist auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ihr mal miteinander sprecht, dass der eine sagt, was habe ich für Vorstellungen? Werden die dort erfüllt? Wie sieht es zum Beispiel mit Urlaubstagen? Ich habe das sehr ausführlich besprochen, dass ihr habt einen Sommerjob. Da kann man nicht 6 Wochen wegfahren im Hochsommer. Nein, das geht nicht. Wir sind ein Saisongeschäft und natürlich in der Hauptsaison. Aber im Skiurlaub, das geht besser. Im Skiurlaub geht es besser, nichtsdestotrotz, aber auch für diejenigen, die Kinder haben, achte ich schon darauf, dass die Ferienzeit halt auch die Urlaub nehmen, die Kinder haben, weil das ist im Endeffekt wichtig, sehe ich selber durch meine eigenen Kinder und da versuche ich auch alles Mögliche zu machen. Also für mich ist es halt auch immer der wichtige Punkt, relativ kurzfristig zu agieren, auch wenn mir jetzt jemand sagt, ich müsste morgen ganz dringend weg. Wenn es irgendwie machbar ist und das Team das mit auffängt, das ist der entscheidende Faktor. Das Team fängt es im Endeffekt mit auf und nicht nur ich alleine. Und das ist auch durchaus möglich. Ja, man sieht nicht so viele Frauen bei euch. Ihr habt aber Frauen. Ja, wir haben Frauen. Also deine zum Beispiel. Meine zum Beispiel. Aber unter anderem auch in Riegelsberg haben wir eine Frau, die dort arbeitet. Auch eine Aushilfe, die dort arbeitet im Versand. Ist aber nicht motiviert, dass ihr jetzt Männer... Das ist teilweise noch ein Männerding, Fahrräder. Immer noch so ein bisschen, oder? Nicht unbedingt. Frauen sind halt im Verkauf ganz anders. Das ist, wie denn? Wie sind denn Frauen? Ja, durchweg, sage ich mal, müssen die nicht so viel Fachwissen haben. Sie verkaufen einfach anders. Sie verkaufen durchaus mit mehr Charme. Und durch schöne Augen. Wir Männer sind ja vielleicht immer schneller angetan, aber wir sehen das halt auch wirklich, dass das Verkaufen bei Frauen halt ganz anders ist. Und wir haben gerade auch bei Händlerkollegen, wo ich dann sehe, sie kommen aus einem ganz anderen Bereich, zum Beispiel aus der Pflege oder sowas. Und auch die können sich auf dem Verkaufsstelle bewerben. Es ist einfach immer nur, man kennt sich ja selber am besten und wenn ich kein Problem habe, auf Menschen zuzugehen, wie gesagt, das Technische lernt man, genau. Aber eine gewisse Grundahnung muss man haben. Wenn ich jetzt vor irgendeinem Rad stehe, sollte ich schon zumindest mal erkennen, was es ist, dass das hier jetzt beispielsweise ein Mountainbike ist und kein Trekkingrad. Das sind schon so Sachen, die ich dann einfach aber auch erwarte. Okay, verstanden. So, die Zeit ist um, fast 30 Minuten, aber es war mir wichtig, sehr ausführlich über diesen Job zu berichten. Es geht schließlich um das Leben eines Menschen, genau. Mit Familie, allen drum und dran und das ist dir sehr wichtig. Ja. Ich bedanke mich bei dir. Nico Ockenfels heißt der Mann, der vor mir steht. WeCycle heißt das Unternehmen. Seit fast 10 Jahren ist er dabei und vorher auch schon hat es übernommen. Das macht dich besonders wertvoll, glaube ich. Du hast das alles mitgemacht als Arbeitnehmer, kennst die Probleme, hast selber Kinder, 2 Stück. Deine Frau ist mit dabei. Das heißt, also man hat den Ansprechpartner direkt um die Ecke. Guck mal auf die Uhr, ja, noch 30 Sekunden. Vielen, vielen Dank, Nico. Wenn ihr euch bewerben wollt, hier blenden wir es nochmal ein. Die E-Mail-Adresse, absolute Diskretion, hat er gesagt. Darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Vielen Dank, Nico. Danke, Sven.